35. Mein Vater musste irgendwas klären mit dem Auto, deswegen hat er gesagt, versuch's mal beim Neurologen, ob es klappt. Er hat mich jetzt genommen, aber ich habe jetzt noch weitere Überweisungen bekommen, weil vor dem MRT kann man nichts machen. Ja Leute, wir hatten... Also ich bin ja halt, wie gesagt, gegangen ohne Termin. Ich wurde genommen von dem gleichen. Ja, hat sich das angeguckt und gesagt, dass diesmal irgendwie eine andere Symptomatik da war als letztes Mal. Deswegen muss ich auch da ein Röntgen machen. Und er kann mir jetzt keine Therapie verschreiben, wie gesagt, ohne MRT. Deswegen muss ich wohl jetzt darauf warten. Er hatte mir eine Schiene verschrieben, die muss ich dann noch abholen. Aber ich habe Zweifel dran, dass die was bringen wird, weil am Fuß bringt es mir auch nichts. Und dann wollte ich die Tür mit meiner kranken Hand aufmachen, die ist nicht aufgegangen. Er begleitet einen halt immer so richtig zur Tür. Hat er mir dann aufgemacht und dann sind wir zu einer Stelle gefahren fürs Autohaus, aber das war nur für Nutzfahrzeuge und dann sind wir noch zur anderen gefahren in der Nähe. Ja, dann sind wir auch wieder zurück. Der Handwerker war in dieser Zeit zu Hause bei uns und hat den Tisch für meine Schwester aufgebaut und jetzt habe ich irgendwie keine Kraft rauszugehen, aber es muss sein, muss sein. Weil mein Vater auch noch eine Semmel und so einen Kaffee fertigen gekauft hat. Ich habe alles getrackt, aber... Es ist natürlich mehr Kalorien gewesen, als hätte ich zu Hause Magerquark gegessen. Deswegen umso mehr. Aber dieses Wetter. Gestern hat es einfach geschneit. Und ich habe übrigens gedacht, dass der Arzt anders heißt, als er in Wirklichkeit hieß. Das habe ich dann erst herausgefunden, als ich den Wartezimmer mal gegoogelt habe. Weil ich die Sekretärin richtig hübsch fand. Also so halt. Nicht auf, ja halt einfach auf menschliche Art und Weise. Und dachte ich, die hat halt meinen Namen richtig ausgesprochen und dann dachte ich, okay, die muss nicht deutsch sein, weil ich mich schon gefragt habe. Dann habe ich unter den Mitarbeitern nachgeschaut und es war ein anderer, obwohl er hat mir den Rezept unterschrieben, beziehungsweise die Überweisung habe ich von ihm bekommen, aber schon ein anderer Arzt, deswegen dachte ich, das ist er, aber ist er nicht. Genau. Stell euch vor, ich hätte ihn mit dem Namen angesprochen und ja, der ist er nicht gewesen. Habe ich wohl nach draußen gehen, wieder geschnitten, und das werde ich dann hochladen, wenn ich zu Hause bin. Wir haben 19.13 Uhr, als wir vorher rausgegangen sind zum Arzt, wollte ich den Aufzug betätigen und der ist einfach nicht, nicht hochgekommen. Dann habe ich unten gesehen, dass dein Arbeiter war. Ich hoffe, ich werde jetzt hier glücklich nach unten fahren können. Ich muss dann die Treppe gehen, was für mich jetzt natürlich auch etwas unglücklich ist mit meinem Fuß, aber ja, ich werde jetzt mal rumlaufen, obwohl ich null Bock habe, es ist einfach 19.14 Uhr. Aber ja, ich muss mal Kalorien verbrennen. Und ja, dann gibt's Abendessen.